Kleben, legen. Kleben, legen. Über 300 Meter lang war die Protestbotschaft der Mitarbeiter vom Haus der Kunst. Vom Museum bis zur Staatskanzlei. Auf den Papierseiten Kommentare einer Online-Petition gegen die drohenden Entlassungen. Wir sind auch Menschen und nehmt uns wahr. Und wir haben Herz und Gefühl und sind keine billige Wachfirma. Ja, das ist ein harter Verlust, weil ich diese Arbeit hier total gerne mache. Ich mache das ja auch aus einer großen Portion Idealismus heraus, muss man auch sagen. Und es ist halt einfach auch traurig, wenn man sieht, wie der Umgang hier ist und wie man mit den Leuten auch hier umgeht. Primär ist es schade, dass hier diese Leute, die Kompetenz haben, weggesourced werden sollen da. Das ist wirklich das primäre Moment, was ich habe. 48 Mitarbeiter, alles Kunstkenner und Liebhaber, befürchten die Kündigung. Museumsaufsicht, Kassierer und Pförtner sind betroffen. Die Geschäftsführung will eine Dienstleistungsfirma einsetzen und so die Kosten für das überschuldete Haus senken. Wir werden einen Vertrag machen, der darauf abzielt, dass möglichst viele Leute, die jetzt hier im Hause beschäftigt werden, auch vom Dienstleister übernommen wird. Der Dienstleister braucht Personal, um dieses Haus zu bewachen. Und wir werden in den Verhandlungen darauf drängen, dass der Dienstleister dieses Personal hier weitgehend übernimmt. Und wir werden dafür sorgen, dass das Personal, was übernommen wird, auch keine Gehaltseinbußen hat. Wo die Kunstliebhaber dann eingesetzt werden, entscheidet aber der Dienstleister. Alle Mitarbeiter kann die externe Firma aber auf keinen Fall übernehmen. Als Mutter von 4 Kindern ist es mit 60 Jahren einfach sehr problematisch, eine neue Stelle zu finden. Wir konnten eben zeigen, dass wir ein Team sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir ein Team sind, das zusammensteht und das eben für den Erhalt der Arbeitsplätze kämpft. Am Montag soll sich entscheiden, welche Firma den Zuschlag erhält. So einfach unterkriegen lassen wollen sich die Mitarbeiter im Haus der Kunst aber nicht.